und ich grüße euch zu einem neuen Kapitel vom Tutorial, wie man Yu-Gi-Oh! Spielt. In diesem Teil widmen wir uns einer neuen Position, der sogenannten Verteidigungsposition. Weil es gibt zwei Arten der Verteidigungsposition, eine offene und eine verdeckte. Kapitel 3 hat die Angriffsposition erklärt. Dieses Kapitel widmet sich der anderen Position, der Verteidigungsposition. Der Begriff Kampfposition bezieht sich sowohl auf die Angriffsposition als auch auf die Verteidigungsposition. Ne? Also allgemein, wenn man einem Monster halt eine Position gibt, dann ist es eine Kampfposition. Nun bringen wir ein Monster in die Verteidigungsposition. Gut, immer wenn man ein Monster als Normalbeschwörung in die Verteidigungsposition setzt, wird die Karte verdeckt gelegt und auch horizontal gesetzt. Das Monster wurde verdeckt horizontal quer auf dem Spielfeld ausgelegt. Dieses nennt man verdeckte Verteidigungsposition. Ein Monster befindet sich in die Verteidigungsposition, wenn es horizontal ausgelegt und in Angriffsposition, wenn es vertikal ausliegt. Ne, also wenn man hier ein Monster quer liegt, dann ist es das Zeichen, dass es in die Verteidigungsposition ist. Und wenn man ein Monster vertikal, also so ausspielt, so längs, dann ist es die Angriffsposition. Diese zwei Positionen sollte man unterscheiden können. Das Ausspielen eines Monsters in Verteidigungsposition aus deiner Hand nennt man Setzen. Solange keine besonderen Bedingungen gelten, wird ein gesetztes Monster in verdeckter Verteidigungsposition auf das Spielfeld gelegt. Ne, also wenn ihr ein Monster in die Verteidigungsposition normal beschwört, wird es verdeckt gesetzt. Also die Karte wird umgedreht. Das ist der Vorteil, dass der Gegner die Karte nicht sieht. Somit weiß der Gegner damit nicht, wie viele Verteidigungspunkte das Monster zum Beispiel hat. Und muss daher auf gut Glück versuchen, das Monster zu zerstören. Und er weiß halt nicht die Verteidigungspunkteanzahl. Wenn ein Monster in die Verteidigungsposition gesetzt wird, dann zählen hier nicht mehr die Angriffspunkte, sondern hier die Verteidigungspunkte der Karte. Hier beim Faustkämpfer ist es jetzt, dass die Verteidigungspunkte 1000 betragen. Somit zählen hier jetzt die Verteidigungspunkte und nicht die Angriffspunkte, die werden jetzt komplett weggestrichen, sondern hier zählen jetzt diese Punkte hier, die Verteidigungspunkte, die Def. Wäre das Monster in der Angriffsposition, würden hier die 700 ATK, also die Angriffspunkte hier, zählen. Hier allerdings liegt es in der Verteidigungsposition, daher zählen nicht mehr die Angriffspunkte, sondern die Verteidigungspunkte logischerweise. Ein beschworenes Monster befindet sich in offener Angriffsposition und ein gesetztes Monster in verdeckter Verteidigungsposition. Was passiert also, wenn ein Monster in Verteidigungsposition kämpft? So, jetzt greifen wir mal sein verdecktes Monster in der Verteidigungsposition mit Totenkopfdiener an. Ich glaube, der hat so 300 ATK oder so. Probieren wir es mal. Wir greifen jetzt sein verdecktes an. Wir wissen nicht, wie hoch die Verteidigungspunkte sind des gegnerischen Monsters. Und wir wissen, ja, hier üblicherweise jetzt leider auch nicht, wie viel Angriffskraft wir haben, weil hier die Sprechblase wieder im Weg ist. Gut, greifen wir einfach mal an. Moki Moki. Ne? Ja, hier zählen die Verteidigungspunkte und bei uns zählen die Angriffspunkte, weil wir unser Monster in der Angriffsposition haben und der Gegner sein Monster in der Verteidigungsposition gesetzt hat. Wenn ein Monster in Verteidigungsposition kämpft, nutzt es seine Verteidigungskraft, die Def, D-E-F, für Defense, Englisch. Wird in einem solchen Kampf ein Monster in Verteidigungsposition von einem Monster angegriffen, das eine höhere ATK hat als die Def des verteidigenden Monsters, wird das verdeckte Monster zerstört und auf den Friedhof gelegt. Also das Monster wird hier halt einfach zerstört, wenn die Verteidigungspunkte niedriger sind als die Angriffspunkte des angreifenden Monsters. Der Unterschied zwischen einem Monster in Angriffsposition und einem anderen Monster in Angriffsposition ist, dass bei einem Monster, was in der Verteidigungsposition gesetzt wird, der Besitzer des zerstörten Monsters keinen Kampfschaden erleidet. Das ist vom Vorteil, wenn der Gegner ein richtig starkes Monster auf dem Feld hat und man muss sich vor den Monster schützen, um nicht, dass das Monster nicht die Lebenspunkte angreift.
Dann kann man einfach ein Monster in der Verteidigungsposition setzen und er muss das Monster zerstören, aber man verliert keine Lebenspunkte. Das ist das, ja, das Mittel der Verteidigungsposition. Jedoch verliert keiner der Spieler Lebenspunkte, ja, das habe ich gerade erwähnt. Das ist der Hauptunterschied zwischen einem Kampf mit zwei Monstern in Angriffsposition. Genau, habe ich auch schon erwähnt. Wenn ein Monster in verdeckter Verteidigungsposition angegriffen wird, wechselt es zur offenen Verteidigungsposition. Also das Monster wird hier dann aufgedeckt. Hierbei wird das Monster beschworen. Ja, also wenn ein Monster aufgedeckt wird, wird es wieder beschworen. Das nennt man Flip-Beschwörung. Aber mehr dazu dann anders mal. Hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht, ob es ein Kapitel gibt, was sich auf Flip-Beschwörungen bezieht. Also wenn der Monster in verdeckter Position angegriffen wird, wechselt es durch eine Flip-Beschwörung zur offenen Verteidigungsposition. Also immer wenn ein Monster aufgedeckt wird, was in der Verteidigungsposition liegt, ist es, redet man von einer Flip-Beschwörung. Nun, wie sieht es damit aus? Greift genauso an wie eben. Okay. Probieren wir es mal. Jetzt werden wahrscheinlich beide Monster dieselben Punkte haben. Also jetzt hat wahrscheinlich unser Monster 800 ATK und der Gegner hat 800 Def. Schauen wir uns mal an, was passiert. Ah ne, er hat eine höhere Def. Okay. Gut, jetzt hatte der Gegner eine höhere Def, als wir Angriffskraft haben. Wenn ein Monster mit einer ATK hat, angreift und eine niedrigere ATK hat als der Gegner Def-Punkte, dann wird der Unterschied von den Lebenspunkten des Angreifers abgezogen. Hatte der gegnerische, das gegnerische Monster, der gelbe Ojama, 1000 Verteidigungspunkte und unser Elementarheld Clayman hat 800 Angriffspunkte nur. Da beträgt der Unterschied 200. Und dieser Unterschied wird von unseren Lebenspunkten abgezogen. Ja, nicht vom Gegner, weil, ja, jetzt haben wir quasi einen Fehler gemacht mit dem Setzen des Monster. Oder mit dem Angreifen. Und der Gegner hat sich verteidigt. Sein Monster bleibt natürlich im Spiel. Unser wird nicht zerstört. Also ein Monster, was angreift. Also ein Monster, was ein Monster mit Verteidigungsposition angreift, wird nie zerstört. Also kurz gesagt, wenn man ein Monster in Verteidigungsposition angreift, dann wird das angreifende Monster in jedem Fall überleben beim Kampf. So, lesen wir uns das mal durch. Wenn das Monster, das angegriffen wird, eine höhere Def hat als die ATK des angreifenden Monsters, wird kein Monster besiegt. Allerdings wird die Differenz zwischen Def und ATK von den Lebenspunkten des angreifenden Spielers abgezogen. 1000, das sind die Verteidigungspunkte des gegnerischen Monsters, der gelbe Ojama, dieses Monster hier, minus die Angriffspunkte von unserem Monster, 800 von Elementarheld Clayman, sind gleich 200 Kampfschaden. Das berechnet sich ähnlich wie die, der Kampfschaden von einem angreifenden Monster, also von einem angreifenden Monster in der ATK-Position gegen ein anderes Monster in der ATK-Position. Bloß ist es dieses Mal ein bisschen anders, sondern es ist quasi andersrum dieses Mal. Daher leidest du 200 Schadenspunkte. Nun sind ATK und Def gleich. Versuche anzugreifen. Gut, unser Monster, Basisinsekt, hat 500 ATK. Und sein Oskylo-Held Nummer 2 hat auch 500 Verteidigungspunkte. Das heißt, beide Punkte sind jetzt gleich. Schauen wir mal nach, was jetzt passiert. Ja, es ist hier ein kleiner Leck. Der soll Spannung aufbauen. Spannung! Und? Gut, sind die ATK des angreifenden Monsters genauso groß wie die Verteidigungspunkte des verteidigenden Monsters, wird kein Monster besiegt und kein Spieler verliert Lebenspunkte. Kurz gesagt, es passiert also gar nichts. Bei einem Kampf zweier Monster in Angriffsposition hingegen, werden beide zerstört. Also hier ist es quasi genau andersrum, wie zwischen einem Kampf zwischen zwei Monster in der Angriffsposition, was man im letzten Part auch gesehen hat. Ja, das angreifende Monster und das angreifende Monster sind gleich groß.
Die beiden Situationen sind verschieden, verwechsel sie also nicht. Nun kennst du den Unterschied zwischen Angriffsposition und Verteidigungsposition. Egal wie hoch die ATK des angreifenden Monsters auch sind, wenn ein Monster in Verteidigungsposition besiegt wird, erleidet der Spieler, für den es gekämpft hat, keinen Schaden. Also wenn ihr ein Monster in Verteidigungsposition habt und es zerstört wird, kriegt ihr nie, außer der Gegner hat irgendeinen speziellen Effekt, aber in der Regel kriegt ihr nie Kampfschaden. Ein gesetztes Monster von deiner Hand wird verdeckt gesetzt, sodass der Gegner die Karte nicht sehen kann. Benutze dies, um deinen Gegner auszutricksen. Auch wenn du kein Monster mit einer hohen ATK auf deiner Hand hast, kannst du durch das Setzen von Monstern noch aus brenzligen Situationen entkommen. Entscheide immer je nach der gegenwärtigen Zusammenstellung deiner Hand. Nun versuche die Kampfposition eines Monsters, das sich bereits auf dem Spielfeld befindet, zu ändern oder zu wechseln. Gut, wir haben jetzt ein Monster in der offenen Angriffsposition, Elementarheld Clayman, und wir haben ein Monster in der offenen Verteidigungsposition, das ist Elementarheld Sparkman. Sparkman hat eine höhere ATK als Verteidigungszahl, daher sollten wir den vielleicht in die Angriffsposition setzen. Und Clayman hat 2000 Verteidigungspunkte und ist in der Angriffsposition und hat nur 800 Angriffspunkte. Also man sollte immer darauf achten, dass die höhere ATK, dass das Monster sich immer auf dem Modus befindet, wo es am meisten ATK oder Verteidigungspunkte hat, also wo es am meisten Punkte halt hat, sollte das Monster den Modus haben. Solange es nicht derselbe Spielzug ist, in dem du es beschworen oder gesetzt hast, kann dein Monster von der Verteidigungsposition in die Angriffsposition wechseln und umgekehrt. Allerdings kannst du die Kampfposition eines Monsters pro Spielzug nur ein einziges Mal verändern. Ja, man kann also nicht ständig hin und her wechseln von der Angriffs- und die Verteidigungsposition. Das geht nicht. Man darf es nur einmal wechseln. Und man darf das Monster nicht in diesem Spielzug ändern, die Position, in dem es beschworen wurde. Und es geht nur in der Main-Phase. Jetzt haben wir Main-Phase 1. Glaube ich zumindest. Hier wurde es ganz kurz angezeigt gerade. Gut, Clayman hat 2000 Verteidigungspunkte, sehe ich jetzt allerdings nicht, aber ihr seht es jetzt nicht, aber ich weiß es auswendig. Und Clayman hat 800 Angriffspunkte, daher sind die Verteidigungspunkte deutlich stärker bei Clayman, daher sollten wir den in die Verteidigungsposition setzen. Daher legen wir die Karte jetzt von vertikal jetzt ins Horizontale. Irgendwie will das Spiel jetzt gerade nicht. Vielleicht geht es bei Sparkman. Gut, ja, Sparkman müssen wir zuerst. Sparkman hat eine höhere Angriffskraft als Verteidigungskraft. Daher sollten wir den in die Angriffsposition setzen, damit seine Angriffskraft voll ausgenutzt werden. Und Clayman sollten wir von der Angriffsposition in die Verteidigungsposition setzen, denn Clayman hat mehr Verteidigungspunkte, wie man hier sicherlich erkennen kann. Bedenke, dass du die Kampfposition eines Monsters in der Main-Phase 2 nicht mehr ändern kannst, wenn es bereits angegriffen hat. Ja, also wenn man mit einem Monster angegriffen hat, kann man es nicht mehr in der Main-Phase 2 wieder ändern. Das heißt, wenn man einmal angegriffen hat, kann man den Modus nicht mehr ändern. Kurz gesagt. Ah ja, jetzt kommt das mit der Flip-Beschwörung. Das habe ich vorhin schon ein bisschen darum erzählt. Wenn du ein Monster in verdeckter Verteidigungsposition in die offene Angriffsposition flippst, das heißt umdrehen und vertikal hinlegst, nennt man dies Flip-Beschwörung. Wenn ein Monster in verdeckter Verteidigungsposition in die Angriffsposition wechselt, dann musst du es flippen. Flip-Beschwörung hat das Wort Beschwörung in seinem Namen, aber es zählt nicht als erste Beschwörung im Spielzug. Daher kannst du weiterhin ein Monster beschwören, falls du dies nicht schon getan hast. Gut, Flip-Beschwörung ist also quasi keine richtige Beschwörung, sondern es hat einfach nur den Namen Beschwörung in sich, obwohl es eigentlich gar keine richtige Beschwörung ist. Man spielt zwar ein Monster, klar, man deckt es auf, aber man hat es ja schon gesetzt in einem anderen Spielzug. Das heißt, wenn man eine Flip-Beschwörung macht, kann man noch ein anderes Monster normal beschwören. Und ja. Gut, dann werden wir jetzt einmal unser Monster Flip beschwören.
es wurde ja schon einmal gemacht, indem es vorhin indem er vorhin ein Monster auch angegriffen wurde. Auch das nennt man eine Flip-Beschwörung, wenn ein Monster angegriffen wird und es dann während des Kampfgeschehens aufgedeckt wird, dann ist es auch eine Flip-Beschwörung. Okay, jetzt werden wir unser Monster wechseln von der Flip in die Angriffsposition, also von der Verteidigung in die Angriffsposition. Und immer wenn ein Monster in der verdeckten Position in die Angriffsposition gesetzt wird, ist es eine Flip-Beschwörung. Zur Wiederholung. So. Wir haben eine Flip-Beschwörung durchgeführt. Und jetzt wiederholen wir uns das nochmal. Welche Ausrichtung hat die Karte eines gesetzten Monsters, also ein Monster in der Verteidigungsposition, was man von der Hand spielt? Wie wird die gelegt? Wird die offen oder offen vertikal gelegt? Vertikal ist so. Wird die verdeckt horizontal gelegt? Horizontal ist so. Und verdeckt. Oder wird die offen und horizontal gesetzt? Also so quasi. Bloß offen. Die Antwort ist verdeckt und horizontal. Jedes Monster, was man setzt von der Hand, wird verdeckt gesetzt. Was passiert, wenn du ein Monster in Verteidigungsposition mit einem Monster angreifst, das eine höhere ATK hat als die Verteidigungspunkte des Gegners? Also wir greifen es quasi mit einem Monster an, was eine höhere ATK hat als der Gegner Verteidigungspunkte hat. Wird das Monster in der Verteidigungsposition zerstört? Wird das Monster in der Verteidigungsposition zerstört und der Gegner erhält Kampfschaden? Oder erhält dein Gegner nur den Kampfschaden? Die Antwort ist, das Monster in der Verteidigungsposition wird zerstört. Der Gegner erleidet keinen Kampfschaden, da das Monster in der Verteidigungsposition setzt. Wäre es allerdings in der Angriffsposition, würde er Kampfschaden erleiden, ne? Also das sollte man unterscheiden. Was passiert, wenn du ein Monster in Verteidigungsposition mit einem Monster angreifst, das eine niedrigere ATK hat, als der Gegner Verteidigungspunkte hat? Also, wir greifen jetzt quasi mit einem Monster an, was weniger Angriffspunkte hat, als der Gegner Verteidigungspunkte hat. Wird das Monster in der Angriffsposition, wird es zerstört? Wird das Monster in der Angriffsposition zerstört und wir erhalten Kampfschaden? Oder erhalten nur wir Kampfschaden? Die Antwort ist, nur wir erhalten Kampfschaden. Wenn man ein verdecktes Monster angreift, wird das angreifende Monster nie zerstört. Was passiert, wenn du ein Monster in Verteidigungsposition mit einem Monster angreifst, das dieselbe ATK hat wie die Def des Monsters in Verteidigungsposition? Also quasi, wir greifen mit einem Monster an, was dieselbe ATK hat, wie der Gegner Verteidigungspunkte hat. Werden beide Monster zerstört? Wird das Monster in der Angriffsposition besiegt? Oder passiert gar nichts? Gut, ich verrate euch die Lösung. Beide Monster werden nur zerstört, wenn beide Monster in der Angriffsposition sind. Und dieselbe Angriffskraft haben. Hier ist es allerdings nicht der Fall. Wird das Monster in der Angriffsposition besiegt? Ist Quatsch. Denn ich habe es euch gerade erzählt, wenn ein Monster in der Verteidigungsposition angreift, wird das angreifende Monster nie zerstört. Oder passiert nichts. Die Lösung ist, es passiert gar nichts. Ne? Weil beide Monster sind quasi, haben denselben Wert. Der Gegner hat dieselbe Verteidigungskraft, als wir Angriffskraft haben. Und daher passiert gar nichts. Werden die allerdings in der Angriffsposition, dann werden beide Monster zerstört. Das haben wir allerdings schon im letzten Part gesehen. Welche Erläuterung zum Wechsel der Kampfposition ist falsch? Du kannst die Kampfposition eines Monsters nicht in dem Spielzug wechseln, in dem es angegriffen hat. Du kannst die Kampfposition eines Monsters in jedem Spielzug einmal verändern. Gut, gehen wir es mal durch. Du kannst die Kampfposition eines Monsters nicht in dem Spielzug wechseln, in dem es angegriffen hat. Das ist richtig, daher ist diese Aussage hier
falsch, sag ich mal, in Bezug auf die Frage. Du kannst die Kampfposition eines Monsters nicht in dem Spielzug wechseln, in dem es beschworen oder gesetzt wurde. Das ist richtig. Und man kann die Kampfposition eines Monsters in jedem Spielzug einmal wechseln. Das ist nicht richtig, denn wenn man angegriffen hat, kann man die Position nicht mehr verändern. Das ist daher ja, die falsche Antwort hier in dieser Frage. Okay, und im nächsten Part üben wir das Ganze, was wir in den letzten vier Kapiteln gelernt haben, und schauen uns mal an, wie so ein Duell abläuft. Wir machen unseren ersten Probelauf, unsere erste Prüfung, sage ich jetzt mal. Und wenn ihr bis dahin einige Schwierigkeiten hattet mit ein paar Kapiteln, dann schreibt das in den Kommentaren oder schreibt es mir als private Nachricht, und ich werde sie euch gerne beantworten. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, werden wir uns Duell 1 ansehen. Also, bis dann. Macht's gut, euer Jankelp. Ciao.